Seit kurzem sortiert YouTube Videos in werbefreundlich und werbeunfreundlich ein. Auf Videos, die YouTube also für werbeunfreundlich hält, wird keine Werbung mehr geschaltet und der YouTube-Kanal hinter dem Video verdient kein Geld mehr. Kanäle, die nur aus werbeunfreundlichem Content bestehen, verdienen insgesamt kein Geld mehr mit YouTube und müssen teilweise dann ihren Kanal schließen. Ein Wrestling-News-Kanal mit über 80.000 Abonnenten hat jetzt dieses Problem. Mehr darüber erfahrt ihr nach dem Intro. YouTube hat jetzt entschieden, dass Wrestling zu werbeunfreundlichen Inhalten gehört. Die Videos von WWE News wurden aus diesem Grund nicht mehr monetarisiert. Dies hat zur Folge, dass die Einnahmen des YouTube-Kanals um 92% gesunken sind. Der YouTuber hinter WWE News, der diesen Kanal Vollzeit betreibt, hat sich dafür entschieden, den Fokus eher auf Twitch zu setzen, da er dort Werbung vor seinen Videos schalten kann. Er hat sich ebenfalls eine Patreon-Seite angelegt. Auf dieser kann man monatlich ihm einen selbstgewählten Betrag spenden und man bekommt als Dankeschön eine kleine Gegenleistung. Was sagt eigentlich seine Community dazu? Es gibt verdammt nochmal Leute wie Katja, KS oder viele andere, deren Inhalt einfach nur aus geklautem, sexuellem oder beleidigtem Content bestehen. Und die bleiben erhalten, während anderen die Werbung abgestellt wird? Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt mir das doch mit einem Like oder Kommentar. Wenn ihr über alles auf YouTube Deutschland aktuell, qualitativ und schnell informiert werden möchtet, abonniert meinen Kanal.